Ich möchte reden von der menschlichen und beruflichen Zuverlässigkeit von Hans Gmür. Das ist nämlich beim Theater durchaus nicht selbstverständlich. Im Augenblick ist in Hamburg ein großes Trauerspiel. An einem Theater findet in dieser Woche eine einzige Vorstellung statt. Der Autor ist seinerzeit, das ist eine Uraufführung, mit dem Stück nicht fertig geworden, der Regisseur nicht mit der Inszenierung, aber es ist ein Theater, das im Jahr über 30 Millionen Mark Subvention bekommt. Im letzten Endes spielt es keine Rolle. Also es wird nur einmal in der Woche gespielt. All das können wir uns hier in Zürich, die privaten Produzenten, nicht leisten. Und im Gegensatz zu vielen bin ich der Auffassung, dass der Autor nicht eine unwichtige Person ist, sondern eigentlich die wichtigste beim Theater, denn er bringt das, was wir auf der Bühne zur Aufführung bringen, überhaupt einmal zu Papier. Und die Zuverlässigkeit vom Autor ist ungeheuer wichtig. Und wenn Sie sehen, wie viele Uraufführungen der Hans Gmür betreut hat, dann werden Sie denken, dass alle die Produzenten, und wir sind im Bernhard-Theater nicht die Einzigen, der Edi Bauer hat für ihn produziert, die Stadtpräsidialabteilung hat produziert mit ihm. Wir sind darauf angewiesen, dass wirklich der Text zur Zeit da ist. Das ist durchaus nicht selbstverständlich. Und es sind Theater nicht nur in Zürich wochenlang leer gestanden, weil der Autor das nicht gemacht hat. Und da muss ich Ihnen sagen, da ist der Hans Gmür bei vielen Autoren und unter vielen Autoren der absolut zuverlässigste. Es ist unglaublich, wenn er sagt, am 1. Juli ein Stück da, dann ist es am 1. Juli da. Und das ist für uns Produzenten ungeheuer wichtig. Und wir wünschen uns viele, viele andere Hans Gmürs noch, die genauso zuverlässig sind wie er. Und das möchte ich in dieser kurzen Würdigung ganz speziell unterstreichen und ihm dafür danken. Zum Beispiel Seitensprung im Paradies, das Stück, das Sie jetzt auch gesehen haben, viele sicher von Ihnen, das Stück hat 16 Rollen im Original. Wir als Privatstheater können nicht ein Stück mit 16 Rollen spielen. Das ist unmöglich. Der Hans Gmür hat das Stück umgeschrieben mit 9 Rollen und Sie wissen alle, es ist ein großer Erfolg geworden. Die 7 Personen vermisst kein Mensch, aber, ja sicher, aber sie sind unsere Möglichkeiten. Unsere Möglichkeiten sind damit erfüllt worden. Wir können das Stück nicht anders spielen. Und für das Verständnis, das er hat, dass er die Nöte und die Sorgen, die private Unternehmer haben, auch als Autor ernst nimmt, für das möchte ich auch danken und ihm das auch heute anerkennen sagen. Und das Dritte, das möchte ich sagen, ist die menschliche Zuverlässigkeit. Wir haben hier im Bernhard-Theater in den letzten 10 Jahren durchaus nicht nur frohe Stunden gehabt. Sie wissen, wir mussten umziehen, das Haus ist abgebrochen worden, es war über 2 Jahre eine Unsicherheit gewesen, wo wir überhaupt nach dem Abriss ankommen. Es ist erwogen worden, ein altes Kino, dann ein Kaufleutensaal für immer etc. Und dort hat sich der Hans Gmür in diesen kritischen Situationen außerordentlich anständig und fair benommen. Er hat in der Öffentlichkeit für unser Theater Stellung genommen. Er war einer der Mitinitianten von dieser Initiative, dass wir wieder an den Platz haben dürfen kommen, wo wir jetzt sind. Und für ein Theater ist der Standort ungeheuer wichtig. Und darum ist er heute auch, und das freut mich besonders, Präsident wurde vom Verein der Freunde des Bernhard-Theaters. Sie wissen, der Anfangspräsident war der Cédric Dumont, er ist netterweise auch unter uns. Leider ist er jetzt so viel im Ausland, kann nicht mehr so viel bei uns sein. Dann ist der Hans Gmür jetzt Präsident geworden. Und auch von dieser Seite empfangen wir viel Hilfe, Unterstützung und Sympathie. Und für das, dass er uns in schwerer Zeit so geholfen hat der Hans Gmür und so zu uns gestanden ist, auch da möchte ich ihm in dieser Stunde ganz herzlich danken. Es wäre einem eigentlich noch gleich, wenn es der 50. wäre, statt der 60. Also, wobei ich muss ehrlich sagen, für mich bin ich nicht einmal so sicher, ob es mir nicht so recht ist. Aber ja, älter werden ist nicht nur lustig, nicht nur schön. Aber zu der schönen, zu der positiven Seite gehört dann eben natürlich so etwas, dass man so viel Ehr und Anerkennung darf zum einem runden Geburtstag erfahren. Wobei ich allerdings nicht verhehlen möchte, dass ich auch dem Abend und dieser Vernissage mit sehr gemischten Gefühlen entgegengeschaut habe.
meine Frau, die eine riesen Arbeit geleistet hat, die hat das am Anfang mehr oder weniger hinter meinem Rücken gemacht, aber mit der Zeit haben sich die Berge von Fotos, die sie da zusammen gesammelt hat und gefunden hat und beschriftet hat und identifiziert hat, das hat sich einfach nicht verbergen lassen. Und in letzter Zeit ist sie auch auf Fragen gekommen. Du, die Sendung, die du damals am Radio mit dem Max Rüger gemacht hast, wie hat jetzt die geheißen? Und die Sendung von Peter Frankenfeld, wo du drin warst so oft, wann ist das gewesen? Und so weiter und so weiter. Also ich bin an tausend Sachen erinnert worden, die ich total vergessen habe. Nicht nur die schönen Sachen, an die schönen, an die erfolgreichen Sachen erinnert man sich selber noch so gern, aber bei dieser Gelegenheit sind aus der Schublade und unter dem Staubführer auch die Sachen gezogen worden, die ein bisschen flach gefallen sind, und manchmal vielleicht sogar ein Flop gewesen sind. Und angesichts von so vielen Flops, die da plötzlich auch wieder da sind in der Erinnerung, kann man sich angesichts von diesen Flops wirklich nur sagen, keep smiling. Ja, und trotzdem habe ich natürlich Freude und ich habe auch Ja gesagt, als ich gemerkt habe, was da im Tun ist. Ich habe mich echt gefreut, und zwar eigentlich aus zwei Gründen. Erstens, es ist jetzt schon ein bisschen angedeutet worden, alles, was ich mache, mit Unterhaltung zu tun. Und Unterhaltung wird im Großen und Ganzen in diesem Land, also mit Auszeichnungen und Ehrungen und Anerkennung, nicht über Gebühr verwöhnt. Und darum habe ich gefunden, wenn ich jetzt das darf entgegennehmen, dann ehrt das auch ein bisschen Unterhaltungstheater, die Unterhaltung ganz allgemein. Und das kann sie also brauchen. Und das tue ich sehr, sehr gern und dankbar akzeptieren. Und zweitens, das ist auch so gesagt worden, es ist ja nie so, oder fast nie, so, dass man etwas alleine macht. Wenn man fürs Theater schafft, fürs Kabarett, im Fernsehen, im Radio, dann macht man das immer mit anderen Leuten zusammen, mit Kollegen zusammen, mit Freunden zusammen. Und ich habe gefunden, wenn jetzt da die alten Fotos hängen, und das Lustige ist zu sehen, wie die Leute vor 20 oder vor 25 Jahren aussehen, dann erinnert das nicht nur an das, was ich gemacht habe, sondern an das, was ich noch machen konnte mit anderen zusammen oder dank anderen. Und das finde ich wahnsinnig schön. Und es rührt mich auch, dass natürlich bereits ein paar darunter sind, die eben nicht mehr unter uns sind. Der Hemingway hat einmal gesagt, heute sterben schon Leute, die früher nicht gestorben sind. Und in dem Alter ist man jetzt nachgerade. Und ich möchte einfach zwei Namen sagen, ich kann nicht alle sagen, aber zwei. Und das eine ist der Karl Sutter, mein Partner, der mit mir zig Stück auf die Bühne gebracht hat, mein bester Freund damals war, der leider sehr, sehr früh gestorben ist, mit knapp 51 Jahren. Und das andere ist der Hans Möckel, der Mann, der alle die ersten Sachen für uns komponiert hat und der leider auch nicht mehr da ist. Und ich möchte mich bei diesen beiden, wenn sie es hoffentlich hören, und bei allen anderen, die mitgeholfen haben, sehr herzlich bedanken. Jetzt bin ich eigentlich fertig, ich will nur noch Danke sagen. Ich möchte allen Danke sagen, ich möchte dem Nicola Berlocher, obwohl er ja offensichtlich aus Irrtum da angekommen ist, dass er nicht weiß, was im Hechtplatz läuft, das hat mich nicht verwundert. Aber trotzdem, ich habe es sehr witzig gefunden. Herzlichen Dank. Sehr herzlichen Dank auch an Einar Grabowski vom Bernhard Theater. Herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank an Bruder Scheidegger, dass du spielen kannst, die Musik, die ich am liebsten höre. Schöner Jazz. Und dann natürlich in allererster Linie meine Frau, die hat eine wahnsinnige Arbeit gemacht. Und sie hat mich schon immer gut gekannt, notgedrungen. Aber jetzt kennt sie mich also, glaube ich, besser, als ich mich selber kenne. Ich weiß nicht, wie ich da mit dem weiterleben soll. Aber ich weiß auch nicht, wie sie weiterlebt, wenn sie die Arbeit plötzlich nicht mehr hat, von morgen an. Und dann danke ich Ihnen herzlich, dass Sie gekommen sind. Haben mich schaurig gefreut. Danke auch denen, die nicht haben können kommen, mir ganz liebe Briefe, Telegramm geschickt haben. Recht herzlichen Dank. Hans und Erna Gmür, 60 Jahre, das ist sicher ein Grund, um ein bisschen zurückzuschauen. Wie ist es, wenn wir in Zukunft schauen? Mit 60 tut man ja nicht zurücklehnen und sich überlegen, wenn man anfängt, Memoiren schreiben. Ja, ich habe heute im Radio Z eine Platte gehört, die mir lieb gespielt haben, von Peter Alexander, was auch heisst, schau nach vorne. Natürlich, wir schauen nach vorne. Ja, was willst du wissen, was ich mache in Zukunft? Oder? Ja, wie geht es weiter? Ich nehme an, wie bis jetzt. Ja, genau. Damit wäre das Interview eigentlich fertig, wie bis jetzt. Genau. Dann kommt jetzt also die freche Frage an deine Frau, Hans. Man kennt dich als lustiger Kerl, wenn du auf der Bühne bist. Du schreibst lustige Sachen. Bist du dann daheim immer so lustig? Nein, nicht immer. Aber ein fröhlicher ist reiner Weg oder zufrieden, sagen wir mal, auf jeden Fall.